Let's go. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen. Wie hat der Leo das letzte Mal so schön gesagt? Hallihallo, liebe Leute. Unser neues Intro macht diesmal ich. Hallihallo, auch wenn es der Leo besser kann. Mhm. Schönen Abend, Leo. Mhm. Ja, mhm. Es ist Mittwoch, 13. März, 20.14 Uhr und wir sind euch eine Podcast-Folge schuldig geblieben von letzte Woche. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Letzte Woche hat es irgendwie nicht ganz so geklappt. Am Montag ist so eine Folge herausgekommen, am Freitag, aber zum Weltfrauentag haben wir eigentlich schon alles vorbereitet gehabt und auch waren eigentlich schon bereit zum Aufnehmen. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft. Egal. Kann auch mal passieren. Kann passieren, wir verschieben. Wir haben einfach gesagt, unser Weltfrauentag ist einfach eine Woche verspätet. Das heißt, hallo und herzlich willkommen zu unserer Weltfrauentagsfolge. Einen schönen Weltfrauentag nochmal nachträglich. Und wie ihr im Titel vielleicht schon erraten habt und jetzt da schon gecheckt habt, heute geht es um Playmobil-Frauen. Also, weil welches Thema spielen Frauen in der Playmobil-Geschichte und wie jetzt mit ihnen begonnen, beziehungsweise wann kam die erste Figur heraus, weil am Anfang waren ja nur drei Männer, die ersten Playmobil-Figuren 1974. Mhm. Und genau, darum soll es halt ein bisschen gehen. Es ist 20.15 Uhr, wie schon gesagt, ein bisschen spät schon, aber wir nehmen trotzdem auf, denn wir wollen endlich, dass das im Kasten ist. Aber nichtsdestotrotz, wir starten durch mit der ersten spannenden Information. Nachdem 1974 die ersten drei Männer herausgekommen sind, die ersten Playmobil-Figuren überhaupt, kam erst zwei Jahre später, 1976, die erste Playmobil-Frau heraus. Mhm. Und sie hatte... ein Kopftuch. Ja, genau. Und ein Staubsauger und ein Handfeger. Genau. Und also eine Putze. Also eine klassische Hausfrau. Als Zubehör hat es einen Besen gegeben, einen Teppichklopfer, eine Schaufel und einen Eimer. Genau, das waren eben die klassischen Hausfrauenfiguren damals. Auch das Frauenbild war damals noch... in den 70er, 80er, ja, sowas, war noch klassisch als Hausfrau gedacht. Das hat sich jetzt erst in letzter Zeit, in den letzten Jahren, stark gewandelt, zum Positiven gewandelt, muss man sagen. Genau, dass der Geoprop Brandstätter Group wollte auch das Mädchen mit Playmobil spielen und hat eben die Playmobil-Frauen eingeführt. Spät eigentlich, erst zwei Jahre, nachdem die ersten Figuren herauskamen, finde ich. In den 70ern und 80ern haben Frauen bei Playmobil untergeordnete Rollen gespielt. Genau, sie tauchen vor allem als Mütter auf, die Kinderwagen schieben. Es gibt auch Bäuerinnen und weibliche Hausangestellte. Genau, das waren eben die traditionellen Familienbilder. Ja, aber es ist, glaube ich, auch ziemlich vom Horst Brandstätter noch rübergekommen. Die Idee, halt die Ding. Es war ja auch die Zeit noch, oder? Die in der Zeit. Ja, genau, ja. Das war halt so das Klischee. Das, genau, so, dass eben die Männer, die ersten Figuren Bauarbeiter waren, so Cowboys und so, dass die gearbeitet haben und die Frauen halt zu Hause geblieben sind, wie es da eben steht mit den Kinderwagen. Die Frauen sind lange nur an äußeren Merkmalen erkannt worden, wie ein Mini-Kleidchen und die halblangen Haare. Äußerlichen Merkmale sind erst Ende der 80er gekommen. Also sprich lange Röcke, Hosenanzüge und eben diese klassischen langen Haare, die jetzt bei den Playmobil-Frauen dabei sind, wo man auch erkennt, wo man einfach äußerlich die Playmobil-Frau vom Playmobil-Mann unterscheidet, ist erst in Ende der 80er gekommen, also über 10 Jahre, nachdem die erste Frau, Playmobil-Frau, herausgekommen ist. Es hat auch lange gedauert, die Entwicklung. Ja, es ist halt dann auch schon eine eigene Figur, dann, die man auf einmal halt eine neue Figur eigentlich, eine neue halt Art, ich meine jetzt da von, wenn man die jetzt da gießt oder druckt oder halt wie die es halt herstellen, braucht man ja dann die andere Form für dann die Frauen und das ist dann halt auch eine Umstellung sicher. Aufwendige, stimmt. Wenn man circa gleich viele Figuren anders machen muss. Und das ganz Interessante, erst ab den 90er Jahren haben Frauen bei Playmobil Trendsportarten und Berufe ausüben dürfen. Ja, da hat dann halt der Feminismus begonnen. Nein, da gab es ihn schon, aber ja. Ab den 90ern, da merkt man, in den 90er Jahren begann der Umschwung und jetzt die letzten Jahre ist immer stärker geworden. Was natürlich
positiv ist alles. Und aber trotzdem, dass erst 15 Jahre circa, nachdem die erste Frau herausgekommen ist, erst 15 Jahre später die ersten Frauen in Sportarten und Polizeiuniformen und so herauskamen, das hat schon ewig gedauert. 15 Jahre schon lang. Ja. Eigentlich. Die Entwicklung. Der Schritt, dass die Frauen da eigentlich gleichgestellt werden in der Playmobil-Welt wie die Männer. Ja, da ging es ja auch schon. Ja, nee, da noch nicht. Aber ja, und dann die nächsten Jahre sind dann gleich mal auch was passiert. 2012, nee, dann danach ist dann die erste schwangere Frau gekommen. Genau. Die erste Schwangere, die ist 2012 auf den Ja, Markt 2012 gekommen. Ne? doch, ja. Das heißt, Playmobil-Figuren haben gar keine Kinder bekommen vor 2012, wenn die Frauen nicht schwanger Ja, die sind halt hergestellt worden. waren. Die sind weggestellt. Hat der Storch gebracht. Das hat der Horst Brandstätter gebracht. Genau. Und da springen wir noch kurz nach vor. Seit 2010 gibt es weibliche und männliche Badefiguren. Das heißt, die mit Badehosen halt. Die Badefiguren gibt es erst seit 2010, habe ich auch nicht gewusst, weil das ist überhaupt nicht lange her. Ich habe gedacht, die gibt Ja. es schon länger. Und eben seit 2012 kam die erste Schwangere heraus. Eine blonde Playmobil-Bankräuberin löste dagegen damals einige Proteste aus. Lustig. Auf der eigenen Homepage präsentiert sich Playmobil modern. Als wahre Multitalente bestehen Playmobil-Figuren erfolgreich alle möglichen Abenteuer in historischen Szenerien als Ritter oder Piratinnen. In der Gegenwart als Bauarbeiter, Tierärztin oder Polizist und in virtuellen Welten als Agentinnen oder Agenten. Also merkt man schon, jetzt ist endgültig, dass alle gleichgestellt sind. Jetzt gibt es Frauen und Männer, hüben wie drüben, in allen Berufen und Sportarten. Genau, Leo, hüben wie drüben. Nein, es gibt noch keine Frauenfußballerin. Stimmt, das In stimmt. solchen Sportarten. Den Kick gibt es am Ende der Welle. Ja. So ist es. Aber es gibt Cool. zumindest eigene Spielerwelten, wo nur Frauen drin vorkommen und Mädchen und so. Das ist auch in den letzten Jahren immer größer geworden, diese Spielerwelten. Beim Blick in den aktuellen Katalog überwiegen dagegen traditionelle Rollenbilder. Genau. Prinzessinnen, Feen und die in der Kita tummeln sich Mütter und Erzieherinnen. Also dieses klassische Frauenbild ist zwar noch hier und da erhalten und Naja, geblieben, großteils. jetzt da ist ja auch Miraculous. Miraculous, genau, kam jetzt da neu heraus. Dieses Jahr, das ist auch eine neue Lizenz. Spielerwelt, was eher für Mädchen gedacht ist, denke ich eher. So lustig, hier Horst Brandstätter hat ja gesagt, Playmobil wird es keine Lizenzen geben, weil wir sie es nicht brauchen und so. Und jetzt schaut man es an. Jetzt, früher, bevor Horst Brandstätter gestorben ist, hat er gesagt, genau, weil 2004 gab es eine große wirtschaftliche Krise. Da schweifen wir jetzt kurz ab vom Thema, Ja. aber es hat auch was mit dem zu tun, also Ja, es kommt noch, es kommt noch. weil es war die wirtschaftliche Krise war das Plastik Der Öl. Öl, ja genau, Genau. das Öl, ja. Öl ist knapp Öl geworden. ist knapp geworden und Plastik besteht ja aus Öl und da hat sich Playmobil was anderes ausdenken müssen und eigentlich war es dann auch gut für Playmobil im Endeffekt, weil es ja auch schon dann revolutioniert hat. Genau. Lego hat anders, ganz anders reagiert, die sind voll auf Lizenzen umgestiegen. Ja, Die haben und voll mit Lizenzen begonnen. Playmobil halt mit Playmobil. Genau, Halt die Horst Playmobil. Brandstätter Cube hat dann mit Playmobil begonnen, die aus ja Hartplastik besteht, das nicht so Ding ist. Und Genau. ja, Playmobil komisch ist erklärt, seinen Weg aber eigentlich strikt geradeaus weitergegangen, hat sich eigentlich nicht groß verändert, ja. so wie Lego. Und Horst Brandstätter hat ihm damals gesagt, nachdem Legos diese ganzen Lizenzen aufgegriffen hat, dass Playmobil sicher kein Lizenzprodukt auf den Markt bringt, auch wegen der Spielfantasie der Kinder, weil eben durch diese Lizenzen Ist ja schon das Spielding genau, vorgibt. ist die Spielwelt vorgegeben, da kann man sich eigentlich fast gar nichts anderes mehr einfallen lassen. Naja, So. ich meine, jetzt die kleinen Kinder werden jetzt nicht A-Team und Night Rider kennen, also da ist schon wieder was anderes. Ja, das schon, Ich ja, meine. aber man kauft den Kindern nicht das A-Team oder den Knight Rider kleinen Ja, Kindern wie zum viel? Ja, Spielen. Kleinkinder, aber schon nicht. So. Ja. Aber ich bin da der Meinung vom Horst Brandstätter eigentlich, dass diese Ja. Lizenzthemen, dass Ja, das aber jetzt künstlich ausgeartet ist, auch. aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Nachdem Horst Brandstätter gestorben ist, darauf kommen wir jetzt eigentlich, worauf ich hinkommen wollte. Horst Brandstätter ist gestorben und an seine Stelle trat seine ehemalige Sekretärin.
Genau, weil seine Söhne wollten nicht, weil er Angst gehabt hat, dass die es kaputt machen, wenn sie zu zweit dann streiten oder so. Genau. Dann er wollte sie eigentlich die, wollte er eigentlich die seine treueste, die beste Mitarbeiterin und so, die Die eigentlich auch all, langjährigste, ja, genau. und auch eigentlich die beste, halt, die alles wusste vom Konzern, aber die ist dann kurz bevor aus Brandstätter abgetreten ist, halt gestorben ist, Aus diesem, rausgestiegen aus ja. dem Konzern und dann blieb halt nichts mehr anderes übrig Genau, und dann ist die als die Sekretärin. Die Sekretärin, zweite Wahl, die Sekretärin, die noch keinen Führungsposten erstritten hat, ja. genau, die ist dann aufgestiegen, hat die komplette Horst Brandstätter Group übernommen. Das heißt, mit dem Lechuza-Store, der Ja. auch zum Playmobil dazugehört, hat sie übernommen und ist aber Ja. auch nicht allzu lange geblieben, denn Ja. im Laufe der Zeit, seit 2014, hat es ganz viele Führungskräfte gegeben, weil eben bei Playmobil dieses Klima der Angst und Anführungszeichen herrscht, was man da so hört, und eben viele ausgestiegen sind. So auch die Sekretärin. Das ist eigentlich das, worauf wir jetzt hinaus wollten, zu unserem Weltfrauentagsthema, dass auch Frauen als Führungspositionen in Playmobil mal waren, dass wir das halt mal hier festgelegt haben, was ein richtig lustiger Fun-Fact ist, was ich nicht gewusst hatte. Playmobil hatte lange einen, also steht da jetzt drinnen, Playmobil hatte lange einen guten Ruf und hat damals eine Figur zur Reihe Germany's Next Topmodel herausgebracht. Und das ist mehr als traurig. Ich bin froh, dass ich das noch nie gesehen habe und dass es das so eine Art eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Aber früher, ich meine, das sind irgendwas. Ich glaube, dann, wie es mit den Lizenzen langsam begonnen haben, nachdem der Horst Brandstätter gestorben ist, schon, haben es Germany's Next Topmodel-Figuren herausgebracht. Und das bin ich sehr froh, dass das wirklich, ja, weg ist. Dass sie mit dem aufgehört haben und dass jetzt da andere Lizenzen halt an der Stelle sind. Wo wir jetzt da schon zum nächsten Thema, diese Übergänge immer, wo wir zum nächsten Thema hinkommen, zu den Spielerwelten von Playmobil, die jetzt da unserer Meinung nach speziell für Mädchen sind, beziehungsweise wo viele Frauen drinnen vorkommen, wo ja, die eben zu diesem Weltfrauentag passen. Wir zählen jetzt grob die Spielerwelten auf und dann werden wir Spiele-Sets aus dem Interessengebiet Prinzessin durchgehen, dass wir alles schon abgewickelt haben. Leo, welche Spielewelten haben wir denn, die jetzt für Mädchen bzw. wo Frauen drinnen sind? Ja, ja, Merkules, Genau, glaube die ich, als erste Stelle. neueste. Ja, dann Princess Magic, Ja. Ayuma würde man noch dazu zählen. Ayuma, ja, ist eher für Mädchen oder halt ist kommen die Feen, ja. Ja, ja, Und sowas. das Dollhouse. Nein, das zählt nicht dazu. Ja, Hallward Dollhouse. Horses of Waterfall ist auch Ah noch ja, dabei. Haus, das habe ich nicht Genau. gesehen. Diese 4, 1, 2, 3, 4. Viereinhalb. Viereinhalb Spielerwelten, die unter Anführungszeichen rein für Mädchen sind, wo größtenteils Frauen drinnen vorkommen. Die bei den ganzen anderen Spielerwelten, My Life und so natürlich auch, da sind dann die Frauen nicht in diesen klassischen Rollen drinnen. Oder nicht nur in den klassischen Rollen drinnen, sondern eben auch als Polizistin, Bauarbeiterin etc. BB. Und Spiele-Sets setzt er da, dass wir ein paar haben ein paar herausgesucht, die ganz interessant eigentlich sind, weil wir haben uns ja noch nie so richtig beschäftigt mit dem Thema Playmobil Frauen, müssen wir ganz ehrlich sagen, beziehungsweise mit den Ja. Spiele-Sets, die es da gibt. Wir beginnen einfach mal mitten rein. In die Schlossküche Von Princess Magic. von Princess Magic, genau. Liebevoll ausgestattete Schlossküche mit Köchen und zahlreichen Kochutensilien, sowie Herd, Tisch und Sitzbänken. Ja. Geschirr und genau, alles, was halt Das zu so einer Küche dazugehört. ist gerade im Angebot wegen Ostern. Genau. Und die, ich glaube, solche Sets sind gerade im Angebot für solche mittleren, mittelgroßen, mittelkleinen Sets, die perfekt für Ostern sind gerade Also eben. schaut da gerne auf die Website vorbei von Playmobil in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und Und Versand kostenfrei ab 65 Euro, wenn man einkauft. genau, da haben wir Schleichwerk wirklich drin. Unbezahlt. Ja, die Schlossküche ist cool. Ich finde nur, ja, rosa. Die Küche ist rosa und die Köchin eben, die ausschaut wie eine Magd, eigentlich wie ein Haus, wie eine Putzfrau. Nicht wie eine Köchin. Ja. Aber ansonsten mittelalterlich eigentlich. Mittelalterliche Schlossküche halt. Als nächstes haben wir das Königspaar. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen.
Beim Königspaar, nur die Königin schaut eher aus wie eine Fee, also wie eine Königin. Ist Irgendwie. ja auch von Princess Magic. Ist auch von Princess Magic, das stimmt. Ja. In edler Königin und König, in edler Königsrobe steht da. Ja. Ja. Stimmt. Edel schaut's aus. Vielleicht gehen sie jetzt zu Germany's Next Topmodel. Genau. Oh mein Gott! Ihr seht so gut aus. Okay. Als nächstes sind wir bei der romantischen Pferdekutsche, die übrigens nicht verbilligt ist. Prinz und Prinzessin unternehmen eine romantische Kutschfahrt mit anschließendem Picknick im Schlosspark. Das heißt, da haben wir dabei eine wunderschöne Kutsche mit Gold verziert, zwei schöne Pferde. Schimmel sind das, glaube ich. Keine Ahnung. Pferde mit Punkten. Und der Kutscher, der cool ausschaut. Mit ja gerade die armen Pferde peitscht. Für ein brutales Bild. Die. Ja, der Kutscher passt irgendwie nicht dazu. Der wäre, als Nein. würde er gerade auf der Jagd oder auf der Flucht sein. Der Kutscher. Der Kutscher schaut schöner aus als der Prinz. Ja, der schaut eigentlich nicht aus wie ein Prinz, sondern wie so ein Streicher. Für das besagte Picknick haben die Herrschaften Ein Apfel im Postzacken einen geholt. Apfel im Prosecco, zwei Gläser und einen Picknickkorb dabei. Ich glaube, das Glas ist für ein Ding, für einen Kutscher und der Prinz, der Landstreicher, trinkt aus der Flasche. So schaut es da zumindest aus auf dem Bild. Ja. Romantische Pferdekutsche, eben Princess Magic. Als nächstes geht es weiter zum Prinzessinnenpicknick mit Fohlen. Auch wieder von Princess Magic hier. Ja, es ist irgendwie kein Picknick, aber ich weiß nicht ganz. Ja, die Es ist eigentlich Prinzessinnen mehr ein. genießen ihren Tee am Teich mit Schwanenfamilie. Ja, Das heißt, es es ist ist kein Picknick, es ja. ist einfach ein Teefest. Ja, aber das Größte ist ja der Teich, was irgendwie kein Teich, sondern eher so ein Mini-Flussbeginn ist. Mini-Bacherl. Ja, Das das Fohlen ist ist schön. lieb und die haben auch einen wunderschönen Tischchen dabei mit zwei Sesseln, damit sie sich hinsetzen können, damit sie nicht in der Wiese sitzen müssen. Die Damen. Und die Röcke lassen sich abnehmen und wieder drauf machen. Das gibt es auch noch nicht so allzu lange, diese abnehmbaren Röcke. Der eine fliegt im Schwan weg und das andere reitet auf dem Fohlen. Genau, ein Schwan ist auch dabei. Und eben Teegeschirr für vier Leute. Wieso auch immer. Obwohl es nur zu zweit sind. Naja, vielleicht sind Das es sind ja auch. nur drei Tassen, aber vier Untersätze. Genau. Hä? Drei Tassen, vier Untersetzer. Hä? Sehr logisch. Oh je. Ja. Wieso auch Ja. immer. Das werden wir nie erfahren, warum. Das Tischchen ist schön. Das Tischchen ist schön, habe ich auch vorhin gesagt. Das Hast Tischchen du? und die Ja. Stühlchen sind schön. Wir reden heute nur Kacke. Dann als nächstes haben wir den Himmel, die Him himmlische Ausflug mit Pegasus-Fohlen. Bist du narrisch? Princess Magic, neuerer Artikel. Na, ist gleich das Video dabei. Genau, da ist sogar ein Werbevideo dabei hier. Die Regenbogenprinzessin saust mit ihren Pegasus-Fohlen durch die Lüfte, um ihre Flugkünste zu trainieren. Na, lustig bei den Videos, das schaut so cool aus, animiert aus, und dann geht es in die Echtwelt und da denkt man sich, ich würde mir das nicht kaufen, weil das schaut so langweilig aus. Stimmt. Allerdings ist es so eine Information. Die Das ist immer traurig. Mehrvideos sind schon richtig gut gemacht, ne? Ja, Die machen das schon schaut gut. dann cool aus. Die wissen schon wie. Ja. Und es sind zwei Pegasus-Fohlen dabei und eine Prinzessin, die Auf einem, keine Ahnung was. Fluggerät sitzt. Nicht auf einem. Ich habe gedacht, die reitet auf dem Fohlen. Dabei fliegen die Fohlen und nebenher und sie hat so ein Keine Fluggerät. Ahnung, komisches Wie der Da Set. Vinci. Sie so eine Flugmaschine. Mit dem fliegt sie herum. Ja, so viel dazu. Da haben wir viel Princess Magic hier, logischerweise. Ja, Mensch, Princess Magic. Das ist cool, das ist auch relativ neu. Die himmlische Babywolke, diese ganzen Wolkenschlösser. Auf der himmlischen Babywolke wird das Neugeborene von der Regenbogenprinzessin umsorgt. Ah, das ist ja witzig. Auf der Babywolke wohnt das Baby. Das ist ja raffiniert, ey. Und die Babywolke kostet 45 Euro. Bist du narrisch? Dabei ist die ja nur Mini. Ja, das Baby ist Merk mal, dass das teuer. noch relativ neu ist und da ist der Preis schon Ja, angehoben, weil doch, so das viel ist ist da jetzt nicht dabei, dass das so teuer ist. und da muss man 3 bis 6 Werktage darauf erwarten. Bis das ankommt, ja.
beliebt. Auf jeden Fall ist da eben eine ist da ein Baby dabei mit der Prinzessin. Kinder, ganz viele Kleinteile sind dabei und eben die Wolke, die aber auch nicht so groß ist, jetzt da kommt mir so vor. Ein Buch ist dabei zum Vorlesen und Wie das gleiche Werbevideo. wieder das gleiche wieder bei den Pegasus-Fohlen, warum auch immer. Dann haben wir das himmlische Regenbogenschloss, das ist jetzt so diese andere Wolke, dieses Wolkenschloss, was ich vorher gemeint habe, kostet gleich 90 Euro. Kostet gleich 90 Euro. Ist, ja, okay, lass mal. Dabei ist ein Pegasus-Fohlen, eine Schaukel, eben Nein, nicht mal ein gescheites das ist Schloss. kein Fohlen, das ist ein echtes, halt so ein großes schon. Schon? Ja, stimmt, Ja. Pegasus-Pferd. Weißt du, warum es 90 Euro kostet? Weil da so eine Lampe Da dabei ist eine ist. Lampe dabei, so eine Zauberlampe, die in der Nacht leuchtet. Die funktioniert sicher gut und dann macht Wahrscheinlich. die sogar so ein Surren die ganze Zeit, so ein Auf elektrisches dem Bild schaut Surren. es wohl hell aus. Das glaube ich nicht. So hell wie die Sonne. Ja, wirklich, da kann man echt nicht einschlafen, das ist doch viel zu Das hell. schaut super aus. Auf jeden Fall ist der Preis für 90 Euro etwas übertrieben, wenn man das mal so sagen kann, darf, wie auch immer. Aber Sollte. ja, wir können da jetzt, ja. Ich will es mir nicht kaufen, sagen wir so. Nee, glaube ich. Ist ein bisschen zu klein für den Preis. Dann haben wir eine himmlische Pyjama-Party, auch wieder von diesem neuen Princess Magic-Reihe. Nach einer wilden Kissenschlacht wiegen die wunderbaren Wolkenbettchen die besten Freundinnen in den Schlaf. Das heißt, es sind zwei Betten dabei. Die schauen aber cool aus, die Betten. Zwei Freundinnen, eine Schminksachen, Kissen für die Kissenschlacht. Und ja, kleine Kleinigkeiten nur noch für die Schminksachen. Ein Teddy ist dabei. Sind ja nicht mal Betten, das sind Ja, Schaukel. so Hängematten-mäßig. Hä? Ja, das sind halt so Wolkenbettchen. Ja, die müssen doch fliegen. Ja, Wolkenbettchen halt. Kriegt man für 20 Euro auf dieser Website. Auf Und dieser ja, auf Website, dieser Website kriegt man für 20 Euro. Thema. Ob sich einen das jetzt da. Ja, das ja. Dann haben wir als nächstes, und das ist mein absolutes Lieblingsset von Princess Magic, die XXL-Prinzessin mit der Produktnummer 4896, die 60 Euro kostet und die ist wirklich cool, weil die ist wirklich, wirklich cool, ich mag die. Aber das ist ein Bild, wo man bei jedem Bild merkt man so, dass es reingeshoppt wurde. Die Bilder sind Da bist extrem. du schlecht. Die Bilder von XXL-Prinzessin, Wow, bitte schaut euch die das unbedingt ist an ja auf Website richtig schlecht Playmobil. gemacht. Diese Oh, ist das Photoshop-Sachen, sehr, sehr das könnte schlimm. sogar ich wahrscheinlich. Ja, sehr schlimm. So, die Figuren sind jetzt cool. Ich mag diese großen Figuren von Playmobil. Die man aufstellt. Wir haben ja selbst eine Gärtnerin. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr das schon. Wir haben selbst eine Gärtnerin, die sind cool. Die kann man cool aufstellen, aber diese Werbebilder sind Katastrophe. Cool, wenn sie leuchten können. Dann wird sie auch 90 Euro kosten. Dann Die wird sie Augen 100 so. Euro kosten. Die Augen. Als nächstes gehen wir zum Speisesaal. Wir sind hier heute wirklich, wenn wir hier fertig sind, Lea, dann sind wir's, dann sind wir halber das Mädchen hier. Okay, lassen wir das, egal. Im Speisesaal wird elegant für das gemeinsame Essen eingedeckt. Eingedeckt? Eingedeckt, das ist voll geschwollen, dass die ganzen Sets haben. Aufgedeckt? Nein, eingedeckt, das sagt man so. Eingedeckt ist, ich bin Eingedeckt. eingedeckt mit Arbeit, aber nicht eingedeckt mit Essen. Das macht ja Nein, keinen Sinn. der Speisesaal wird elegant eingedeckt. Aufgedeckt? Nein, eingedeckt. Nein, das sagt Das sagt, doch, niemand. das sagt man Das so. stimmt ja nicht Doch, mal. das sagt man so. Sinnvoll Deutsch. Das ist doch, das ist Deutsch. Princess Magic. Ich find's cool, irgendwie, diese Eindecken. Das ist, weil der Preis, da sieht man die alten Sachen, weil das ist ein altes Produkt, ein LT von der Vorgänger Princess Magic Reihe, wie auch immer. Und das kostet nur 23 Euro. Da ist aber wirklich einiges dabei und ich finde, da ist der Preis wieder einigermaßen gerechtfertigt. Irgendwie, irgendwo. Naja, wenn man das jetzt zusammenrechnet, wenn das Schloss selber 90 Euro kostet, dann die ganzen, und jetzt jedes Einrichtungsstück zu 20 Euro, sagen wir jetzt mal grob, und man kauft sich fünf davon, dann ist man dann schon bei 200 Euro. Das ist wieder ganz Fast. viel Besteck, drei Löffel, vier Gabeln, vier Messer und vier Teller, ein Sessel und ein Tisch. Hä? Auf dem Bild sind vier. Was? Auf einem Bild Vielleicht sind ist ist es einfach. auf den Produktbildern, wo die einzelnen Produkte drauf sind, ist Das ein ist Sessel. nicht richtig.
Und auf dem Hauptbild Ich sind glaube, die halten aber vier. nicht vier Sessel auf, Ich dann. glaube, es sind die vier Sessel Ja, dabei. sicher. Ja. Ein Das Sessel. wäre auch sehr. Ein Sessel und zwei Naja, es würde aber Figuren. auch Sinn machen, warum die alleine sind. Den nur für One. Das wird für mich passen, ne? The same procedure every year. Ja. Egal. 10 auf 1 halt. Prinzenpaar. Schon wieder. Aber ich glaube, die haben da vergessen, was ein Paar ist. Weil ein Paar sind zwei, nicht drei. Also, Prinzessin und Prinz in festlichem Gewand und ein Mädchen ist Hä, das dabei. steht ja nicht mal dabei. Es Das steht ja nur Mädchen ist immer Prinzessin und Prinz im das Mädchen ist immer in der Festling. Beschreibung dabei. Also, der Prinz, der schaut voll hübsch aus, hergerichtet, die Prinzessin auch schön hergerichtet und Da das Kind. merkt man ja auch, das Ding, Z kostet ja dieses Königspaar, kostet ja 8 Euro. Genau, nein, es ist noch weniger. Oder sie. Ja, 8,49 Euro, verbilligt 5 ja, Euro. warte mal, aber dann 10 sind Euro. ja die. Kosten jetzt hier die erwachsenen Figuren 4,25 und das Das Kind einfach nur 1 Euro. 1,50. Das Kind kostet nur 1 Euro. Das Kind kostet nur 1,50 Euro, ja? Wissen wir das auch? Na, das ist ja cool. Prinzenpaar mit Kind. Nur, dass das halt in der Beschreibung nicht dabei steht. Das ist ja voll dämlich. Nebengeräusch. Das ist ja dämlich. Exklusiv steht da auf dem Ding, ja? Es ist exklusiv. Ja, wir kommen zu unseren letzten Sets und das sind Das ist ein alles absolut. große Sets. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsset, die Schlosskonditorei. Die finde ich voll cool. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde sie cool. Auf jeden Fall, weil da ein Backofen dabei ist. Traucher und so. Egal. Edle Köstlichkeiten bereitet die Prinzessin in der Backstube zu, mit Spitztülle und viel Zubehör zum Dekorieren der Torten. Was ich lustig finde, bei Princess Magic machen alles die Prinzessinnen. Ja, Es wird stimmt. niemals im echten Leben, früher war das sicher nicht so, dass die Prinzessinnen gebacken und gekocht haben. Na, da schon. Das sind halt die Magic. Magic. In der Playmobil-Welt machen sie das. Also, die Prinzessin backt in ihrer rosanen Backstube mit einem richtig coolen Backofen und ganz viele Köstlichkeiten. Dieses Gebäck ist cool. Ich würde mir diese Schlosskonditorei nur kaufen, weil da so viel cooles Gebäck dabei ist. Mit Waffen, mit allem möglichen Mit Zeug halt. Waffen? Waffeln. Aber das sind gar keine Waffeln. Eigentlich. Waffen. Egal. Viele Kleinteile sind dabei. Extrem viele Kleinteile. Kleine Waffeln, Waffen. Kleine Bazooka. Nicht so veräppeln. Das Kleid ist wieder ab, der Rock ist wieder abnehmbar von der Ja. Prinzessin. Donuts. Seit wann? Wieso Donuts? Das passt ja gar nicht Ja, dazu. das sind bei jedem Konditorei oder irgendwas setzen immer Donuts und Ja, aber Waffeln. Das zur ist ja klar, Prinzessin ne? passt das ja gar nicht. Es sind immer Donuts und Muffins dabei. Egal, Immer was du schaust. Donuts. Wir fliegen drüber weiter. Prinzessinnen-Schloss. Jetzt kommen wir endlich mal zum richtigen Schloss, weil dieses Wolkenschloss, das ist ja nichts. Und dieses Prinzessinnen-Schloss ist billiger als das Wolkenschloss und größer und cooler. Zumindest schaut es größer aus Na, auf dem glaube Bild. Aber es ist cooler, weil es ist wirklich wenigstens wirklich ein Schloss, wo man drinnen spielen kann auch damit. Kostet 85 Euro. Naja, das Schloss hat drei Räume. Eben, ja. Drei Räume. Und das im Wolk Das hat ist nur nicht einen Raum wenig. gehabt. Ist gar keinen Raum gehabt, ne? Eine Aber es Fläche. hat ein Tor. Stimmt auch, ein Tor ist dabei mit einer Brücke. Aber wohin führt das Tor, ne? Wohin will Und man rein, ne? da ist eine blaue Couch dabei, die schaut aus wie bei diesem, wenn man zu einem Therapeuten geht, diese Couch, wo man sich drauflegt. Und zwei Prinzessinnen. Und als Beschreibung, aus der ganzen Welt kommen die Prinzessinnen zusammen. Im Prinzessinnen-Schloss lernen sie viel über das Leben als Prinzessin. Und es sind nur zwei Prinzessinnen dabei. Hätten es ruhig mal ein bisschen mehr dazugeben Ja. können. Weiter geht's mit dem Schlüsselanhänger Prinzessin. Ich liebe diese Schlüsselanhänger von Playmobil. Ich habe mir selbst einen gekauft. Einen Playmobil-Schlüsselanhänger. Ich finde sie cool. Auf welchem Grund kostet der 5 Euro? Weil es ein Schlüsselanhänger ist. Ich glaube nicht, dass die Schlüsselanhänger viel kosten 5 kosten. Euro. Jetzt kommen wir zum richtig coolen Prinzessinnen-Schloss, nämlich zum großen Prinzessinnen-Schloss. Und das ist Ja, das ist das normal. Doppelte. Viel mehr. Das ist ja mehr als das Doppelte. Das Dreifache von, das ist das Upgrade vom Upgrade Aber warum dieses ist es einfachen dann Schlosses. doppelt mehr als Und es doppelt so kostet teuer? 200 Euro. Und es ist die komplett gleiche Couch und die komplett gleichen Prinzessinnen dabei. Es ist Es einfach ist nur, der, es ist es ist einfach einfach, nur ein paar Räume dazu es ist gekommen. nur das Schloss Es sind größer vier neue geworden. Räume dazu gekommen. Es ist nichts anderes, nur das Schloss ist größer. Und es kostet um 100 Euro mehr. Mehr. Es ist um 100%, über 100% teurer geworden. Ja, Nur weil das okay. Schloss größer ist.
Bank. Da kaufen sich lieber die Funkel, den funkelnden Der kostet Kristallpalast. nur 130 und der schaut cooler oder hübscher Ja. aus. Der prächtige Palast der Winterwelt erstrahlt durch den leuchtenden Kristall. Hey, das sind sogar batterienbetriebene Leuchter. Das ist wirklich sehr cool. Ja. Das gefällt mir. Also Und noch mehr mehr Bilder, also viel Figuren. mehr dabei. Ich Und es denke ist auch um mal. 70 Euro billiger als das große Prinzessinnenschloss. Und drei Figuren. Und sogar ein Wachmann. Hey, cool, dass das Princess Magic auf der Verpackung Magic in Regenbogenfarbe. Das gefällt mir. Sorry. Ja, was heißt auch alles dabei? Es sind Wachmann dabei und so ein Tor und so ein Schlafzimmer und alles. Also vom, wenn Und ich ein Mädchen wäre, würde ich mir das erwünschen. Den mich mir auch. Kristallpalast. Ja, du auch? Ja. Ja. Und diese XXL-Prinzessin, weil die Foto so cool aus schon. viel gibt es jetzt eh nicht mehr zum Sagen. Es gibt noch einen Schlafsaal, Schlitten mit Königsbahn, was eben zu dem Kristallpalast dazugehört. Ein Ankleidezimmer mit Badewanne, darauf will ich noch eingehen und dann sind wir eh schon grundsätzlich durch. Ja. Das Ankleidezimmer im royalen Bad macht sich die Prinzessin hübsch für den bevorstehenden Ball im großen Prinzessinnenschloss. Boah, das muss ein cooler Job sein. Ich glaube, es gibt eh nur so einen Typen, der die ganzen Texte macht. Wahrscheinlich irgendein Das wäre doch Praktikant sitzt so dort cool. und die Leute sagen, da, mach einen Text. Und Ja, der hat ich sich glaube gedacht, nicht, dass das ein er macht Praktikant Werbung ist. für ein anderes Produkt in einem, in einer Ah, ich Ding für ein glaube, nein, Produkt. das ist so ein Typ, der richtig viel bezahlt wird und die allen Produkte schon jetzt schon fertig hat und jetzt nichts mehr macht und wartet, bis neue Produkte in den Shop kommen. Das wäre wirklich cooler Job, netter Der Job. hat einfach zweimal im Jahr was zu arbeiten, wenn die neuen Kataloge rauskommen. Mehr hat er nichts zu tun. Hat nichts zu tun. Und dann fällt ihm sowas ein, ein kurzer Satz. Ja. Im royalen Bad. Naja. Aber wir. Er wurde poetisch. Er wurde poetisch. Genau. Das kann nicht jeder, diesen Job. Und das ist auch die Wahrheit. Es gibt natürlich auch noch ein Bundle-Regenbogenschloss, Nee, was nur drei, ey, 130 das ist Euro doch. kostet und was. Hä? Es ist schon wieder so dämlich. Das Bundle Diese. verstehe ich aber nicht. Das ist doch viel billiger, das ist normal halt als nur. Ja, soll ja billig sein, aber nicht so Ja, viel es ist um billiger. einiges, weil das, da ist das Babyschloss, die Babywolke dabei, das, die Schlosswolke Die kosten allein so und viel. diese Schlafparty. Und allein dieses Babyschloss kostet, wie viel haben wir gesagt? 85? Nein, Ja, doch, doch, so, schon, ja, ja. und das kostet allein. Scheiße. Und auf Beschreibung, haben wir wieder Beschreibung, Ja. für unendliche märchenhafte Spielabenteuer, das fantastische Playmobil Regenbogenschloss Bundle macht Träume wahr. Das macht Träume wahr, ist cool. Das gehört dazu. Es Ja. wäre traurig, wenn es nicht dabei wäre. somit haben wir eine schöne runde Sache für unseren Weltfrauentag zusammengesammelt. Wir haben mehr und länger geredet, als wir geplant gehabt haben, aber ja, wenn man was macht, dann wird man auf einmal nicht mehr so müde. Oder ist man auf einmal nicht mehr so müde. Wir waren beide motiviert, obwohl wir es nicht gedacht haben am Anfang. Wir wünschen euch nachträglich nochmal einen wunderschönen Weltfrauentag. Was sagt man da? Bleibt's gesund. Macht's weiter. Zurück in die Kühe. Nein, das schneiden wir raus. Spaß. Ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen in die Playmobil-Frauenwelt, in die Frauenwelt von Playmobil einführen haben können und dass wir uns und dass ihr euren Tisch auch so schön entdeckt. Wie Ja. die im Prinzessinnenschloss. Genau. Wir melden uns am Montag wieder, dann gibt es endlich wieder eine neue Motivationsfolge, die sich kein Mensch anhört, aber wir hoffen, dass ihr euch diese nächste anhört, weil die wird bombastisch. Und bis dahin wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende Und bis nächste Woche. und bis nächste Woche, Montag Freitag. und Freitag. Genau, und schaut bei unserer neuen Website vorbei, Playmobil, putzkraftpodcast.at. Hey. Ist schon online. Eine Sache kann ich erwähnen. Was? Wir haben ja die 400 Abonnenten geknackt. Das auch, ja. Auf YouTube haben wir die 400 Abonnenten geknackt. Auch vielen Dank dafür. 417 sind wir Stand heute an der Zahl und wir hoffen, dass ihr uns helft, dass wir weiter wachsen. Auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und was sagt man sonst? Frauen bleibt stark und wir melden uns wieder. Wir hoffen, dass euch eure Ehrenfolge gefallen hat. Extra gemacht. No. Genau. Also, wir warten noch, dass wir die 35 Minuten da schön, das ist eine runde Sache, ist so. Genau. Ja, genau. Passt ja. Passt. Servus. Ciao. Tschüss.